Ihr wolltet es, ihr bekommt es. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an das gute Stück hier. Viele von euch hatten sich ja unter dem Video gewünscht, dass ich mal genauer auf die Bespanntechnik davon eingehe, da die in dem Video ein bisschen, ja, Freitag kurz vor Feierabend, ich hatte es ja gesagt, ist ein bisschen kurz gekommen. Also haben wir weder Kosten noch Mühe gescheut und euch eine komplette neue Rolle Kord besorgt, inklusive einem Sack Hakennägel. Heute zeige ich euch, wie wir damit arbeiten. Das allerwichtigste überhaupt beim Arbeiten mit Danish Cord, beim Arbeiten mit jeder Form von Kordel, bevor ihr überhaupt dran denkt, diese Halteseile loszumachen, besorgt euch eine Platte, besorgt euch einen Rundstab, Loch in die Platte, Leim rein, Rundstab rein, Schrauben durch und setzt die komplette Rolle auf diesen Stab auf. Ich zeige euch mal hier kurz ein Bild meines ersten Gehversuches mit diesem Kord. Und wie ihr sehen könnt, mir ist die Rolle leider runtergefallen, ohne irgendein Zentrum. Und das hat mich fast 3 Tage gekostet, das wieder zu enthättern. Weil ich meine, das Zeug ist natürlich auch schweineteuer und man kann es halt nicht einfach so mitten durchschneiden, weil man sonst Gefahr läuft, dass man halt mittendrin zu wenig Kordel hat. Um euch mal zu zeigen, dass es sich bei Danish Cord tatsächlich um eine Papierschnur handelt, habe ich sie euch mal aufgedröselt. Und dieses hübsche Stück Ginkgo, ihr seht es, es lässt sich ganz leicht zerreißen. Von der Konsistenz her entspricht Danish Cord ungefähr, ich würde mal sagen, Backpapier. Und weil ihr beim letzten Mal euch darüber beschwert habt, dass ich zu viel Zeit mit der Bank verbracht habe und zu wenig Zeit mit der Bespannung, gibt es jetzt für euch die Herstellung des Flechtrahmens im Schnelldurchlauf. Wenn die Kreissäge mal wieder nicht tief genug schneidet, hilft eine scharfe Japansäge nach. Ich benutze hier übrigens nicht unser schönes neues Streichmaß, weil die Kante zum einen nicht abgerichtet ist und zum zweiten brauche ich die Markierung nur für den groben Zuschnitt.
Vielleicht hasse ich Schleifen ja nicht per se, sondern es hat mir bislang einfach noch keiner das geile Schleifzeug von Ekamant gezeigt. A few moments later. Was ich gestern noch gemacht habe, wo es leider keine Aufnahmen mehr von gibt, ändere nie, was funktioniert. Ich habe den Hölzern noch einen Anstrich mit meinem pigmentierten Hartwachsöl verpasst. Aber leider hatte der Akku der Kamera gestern schon Feierabend. Also alle Akkus der Kamera hatten gestern leider schon Feierabend. Also werde ich jetzt für euch noch ein bisschen so tun, als ob ich das einpinseln würde, damit ihr euch nicht ausgeschlossen fühlt. Weiter geht's. Jetzt, wo wir das Holz soweit vorbereitet haben, wäre der nächste Schritt, die Nägel reinzumachen. Und also anders als bei der Bank, die ich bisher gebaut habe, werde ich das dieses Mal so machen, dass ich, wie ihr gesehen habt, erst die Oberfläche mache, dann die Nägel reinmache und dann das Ganze zusammenleimen, weil ich dann doch festgestellt habe, dass das in den Ecken sehr fummelig wird, wenn man da versucht, die Nägel reinzukriegen. So ungefähr wird das Ganze aussehen. Und wir werden jetzt den Zwischenraum einteilen und uns überlegen, wie breit die Abstände sein müssen. Das richtet sich natürlich nach der Dicke unseres Garns. Das Danish Cord, das ich hier verwende, das hat eine Dicke von 3 mm. Das bedeutet, wir überlegen uns, welche Abstände wir zueinander, also untereinander haben wollen, mit den einzelnen Strängen und brechen dahingehend die Abstände. Was ihr allerdings auch bedenken müsst, gebt immer einen Millimeter mehr drauf für eure Nägel. Die sind knapp 2 mm dick, knapp über 2 mm dick. Und dieses Flechtmuster, was ich am Anfang gemacht, also was ich euch bei der Bank gezeigt habe, das ist deswegen entstanden, weil ich ursprünglich die Nägel viel zu dicht zueinander gesetzt habe, bedingt dadurch, dass ich halt vergessen habe, das Maß der Nägel in meine Berechnung mit einzubeziehen. Ich werde es euch jetzt trotzdem einmal so zeigen, wie ich das früher gemacht habe, vor ein paar Monaten gemacht habe. Ihr hattet danach gefragt. Fangen wir an. Es hilft immer, sich das Maß abzutragen. Also ich habe jetzt erstmal mein Anschlagslineal so eingestellt, dass die Kante, also dass ich genau sehen kann, wo das Holz endet, so dass ich genau das Maß habe, wo ich die Nägel reinmachen kann. Das tragen wir jetzt erstmal überall ab. Also ihr müsst euch jetzt nicht extra ausmessen, wie breit euer Flechtrahmen ist und dann auf den Nagel genau berechnen, wie viele Nägel ihr braucht. Es ist nicht relevant. Also es können 1, 2 mehr oder weniger sein. Wir werden quasi von beiden Seiten anfangen und dann im mittleren Drittel werden wir gucken, dass wir das Ganze ein bisschen vermittelt kriegen. Weil es ist keine genaue Wissenschaft. Wir müssen jetzt nicht jede Wicklung genau gleich auf der anderen Seite auch machen, sondern wir haben so ein bisschen Spielraum, dass es hinterher halt ordentlich aussieht. Den dänischen Klassikern folgend habe ich das immer so gemacht, dass die äußeren beiden Stränge meiner Flechtrahmen immer aus 4 Schnüren bestanden und dann die mittleren halt immer aus einem Pärchen bestehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Abstände der ersten Nägel zum Rand ein bisschen breiter bemessen. Ich nehme in diesem Fall 19 mm, ihr werdet gleich sehen, wieso. Natürlich betrifft das mit den 19 mm nur die beiden äußeren Felder. Für den Rest nehme ich immer 16 an. Bei den Querfäden ist das Ganze ein bisschen umfangreicher. Also das ist der Faden, den wir hinterher durchweben. Und also wir weben den ja im Doppel durch. Und jede Schlaufe, die wir durchschieben, kriegt ihren eigenen Haken. Dadurch haben die Haken untereinander einen Abstand von etwa 6 bis 8 mm. Damit wir überhaupt die Chance haben, die Schnur dann über die Haken drüber zu kriegen, und damit wir nicht riskieren, dass uns das Holz aufreißt, setzen wir die Nägel nicht alle in eine Reihe, sondern versetzt über 2 Reihen.
Dann nehmen wir uns unser Streichmaß und stellen ein Maß ein, und zwar so, dass der Nagel nicht über die Fläche überschaut. Zum Beispiel so. Ja, das ist gut. Das war natürlich gut, wenn man das Streichmaß richtig bedient. Nochmal prüfen, das ist zu viel. Das ist okay. Und reißen einmal mit dem Maß jedes unserer Hölzer ab. Achtet natürlich darauf, dass ihr so anreißt, dass die Seite, die ihr anreißt, also wo die Nägel reinkommen, die Seite ist, die am Ende in die Mitte des Rahmens zeigt. Zweites Maß einstellen, nicht zu nah unten am Rand, nicht zu nah bei der ersten Reihe Nägel. Nehmen wir das so. Um uns das Leben nicht unnötig schwer zu machen, bohren wir die Nägel mit einem 2 mm Bohrer vor. So. Wenn ihr denn dann mal irgendwann das letzte Loch gebohrt habt, dann kommt der richtig spaßige Teil. Nägel einschlagen. Natürlich ist es schlauer, die Dominos vorm Vernageln einzuleimen. Da muss man sich auch keinen Kopf drum machen, wie man sie an den Nägeln vorbeibekommt. Ich habe gerade eben beim Bau einen ziemlich doofen Denkfehler gemacht, der sich Gott sei Dank relativ einfach korrigieren ließ. Wer glaubt, ihn gefunden zu haben, kann ja mal gerne drunter kommentieren. Dem glücklichen Gewinner winken 100 Gummipunkte. Unsere Rahmen sind jetzt soweit fertig. Ich habe die jetzt hier mal ein bisschen höher eingespannt, dass ich noch halbwegs dran arbeiten kann, weil ich ja keinen Hocker habe, der mir meinen Rahmen hochhält. Wir fangen jetzt an mit der Webung und die verläuft prinzipiell immer nach dem gleichen Schema. Wir fangen jetzt erstmal mit der Querwebung an. Füllen die Zwischenräume auf und dann machen wir die Längsstränge. Wir beginnen damit, dass wir das Ende unserer Schnur am Rahmen festmachen. Das könnt ihr entweder festtackern, wenn ihr das wollt, oder was ich immer mache ist, ich flechte das hier einmal um die Nägel herum. Weil, wenn wir gleich die Schnur drüber spannen, wird das ja noch extra festgezogen und tatsächlich ist das sehr zugfest. Danach nehmen wir unsere Schnur, bilden eine Schlaufe. Wir ziehen diese Schlaufe über den hintersten Nagel drüber. Achtet darauf, dass ihr so ein bisschen Spannung auf der Schnur habt, auf dem Cord habt. Und ziehen es nach vorne fest. Wie ihr seht, müsst ihr von der Innenseite des Rahmens nach außen über den Nagel drüber, damit die neue Schnur auf der Außenseite liegt. Dann spannt ihr das Ganze ein bisschen nach und geht nochmal über den Nagel drüber. Und auch hier wieder, achtet darauf, dass ihr so über den Nagel zieht, dass die Schnur nach außen läuft. Dann geht ihr hier über die ersten, also wenn ihr hier wieder rausgekommen seid, dann zieht ihr die Schnur über die ersten beiden Nägel drüber und geht auf die nächste Schlaufe. Und auch diese überquert ihr wieder von der Gegenseite nach
außen. Danach fahrt ihr sofort, bis ihr beim letzten Haken angekommen seid. Wenn ihr den letzten Strang zurückgezogen habt, denkt dran, auf beiden Seiten 4 Stück, dann könnt ihr mit der Schnur, die hier hochkommt, einfach wieder einmal um die Nägel herum, um sie zu verstauen. Befestigen tun wir sie nachher mit der Abstandskordel, das heißt, da müssen wir uns noch keine Gedanken drum machen. Und dann vorsichtig abschneiden. Nächster Schritt, wir nehmen uns unsere Kordel und nehmen davon ein ganzes Stück. Also das ist jetzt eine Ermessenssache, weil damit füllen wir jetzt die Zwischenräume hier aus. Und dafür müssen wir das Ganze abschneiden. Dann suchen wir uns die Mitte von dem Stück, was wir gerade abgeschnitten haben. Und ziehen diese Schlaufe über den mittleren Haken oder den, wenn ihr eine gerade Anzahl an Haken habt, den mittlersten Haken. Dann legen wir unsere Schnur immer um die Zeige herum in die Zwischenräume. So, wenn ihr am Ende der Schnur seid, könnt ihr wieder wie zuvor diese einfach über ein paar Nägel fädeln, und dann abschneiden. Die eine Seite ist jetzt vertüttelt. Jetzt müssen wir natürlich mit der zweiten Hälfte der Schnur, die wir haben überhängen lassen, den Rest umwickeln. Das machen wir jetzt hier und auf der anderen Seite genauso. Über die Anzahl der Schnüre in den Zwischenräumen könnt ihr natürlich steuern, inwieweit das ganze Bild hinterher regelmäßig aussieht. Es ist nicht schlimm, wenn überall in den Zwischenräumen absolut die gleiche Anzahl an Wicklungen drin ist. Ihr könnt so ein bisschen nach Augenmaß gehen. Sorgt dafür, dass es am Ende halt gut aussieht. Wenn ihr soweit seid, dass ihr die Querzagen vertüttelt habt, dann nehmt ihr euch den Anfang eurer Kordel, fädelt das Ganze wieder so ein, dass es festgeklemmt wird, bildet eine Schlaufe und fangt an zu weben. Das Flechtmuster für meine Bank ist so entstanden, dass ich immer 3 hoch und 3 runter gehe, also 3 Fäden hoch, 3 Fäden runter. Und das dann am Ende und das dann in der nächsten Reihe um eine Reihe versetze. Zeige ich euch. Am Ende geht ihr hier einmal rum, legt die Schnur um den ersten Hakennagel, den ihr erreichen könnt, und sorgt dafür, dass das Ganze gut gespannt wird. Dann zieht ihr den zweiten einfach fest und ihr habt eure erste Reihe. Jetzt geht ihr mit der Schnur einmal von unten rum,
legt auch hier die Schnur um den ersten Hakennagel, den ihr erreichen könnt. Und jetzt versetzen wir das Ganze um einen nach rechts. Bedeutet, wir gehen jetzt über die erste Reihe nicht mehr drüber, sondern drunter. Und dann wieder 3 hoch, 3 runter, 3 hoch, 3 runter, 3 hoch, 3 runter, 3 hoch, 3 runter. Spann auch hier wieder die Schnur schön fest und einmal um den Nagel herum. Spann, spann, spann. Zieh, zieh, zieh. Und wir haben unsere zweite Reihe. Und so fahren wir fort, bis wir das Ganze einmal durch haben. Seid ihr in der Mitte eures Flechtrahmens angekommen, könnt ihr, für den dynamischen Effekt, das Muster auch in die andere Richtung weiterweben. Natürlich könnt ihr auch die Fläche dritteln oder sogar vierteln und im Zickzack weben. Das bleibt euch überlassen. Aber konzentriert euch bloß beim Arbeiten. Jeder Flechtfehler ist super ärgerlich und je nachdem, wie weit ihr gekommen seid, nur sehr schwierig wieder zu korrigieren. Habt ihr die letzte Reihe reingepriemelt und gespannt, könnt ihr die Schnur wie gewohnt unter den Nägeln vertäuen. Zur Sicherheit klopft ihr nochmal vorsichtig mit einem Hammer auf die Haken, unter denen das Endstück drunter liegt. Bolzt ihr da mit aller Kraft drauf, riskiert ihr, dass ihr das Cord kappt. Ihr könnt das Ende der Schnur natürlich auch mit einem extra Nagel sichern oder auch wie gewohnt festschießen. Aber auch beim Schießen wieder, Obacht, es kann sein, dass ihr versehentlich die Schnur kappt. Wie ihr seht, Danish Cordweben ist jetzt kein Hexenwerk oder Raketenphysik, es ist einfach nur verdammt viel Arbeit. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass meine Methode jetzt absolut der Standard ist und auf jeden Fall goldrichtig. Aber das ist auf jeden Fall das, wie ich es gelernt habe, also wie ich es mir selber beigebracht habe und wie es bislang immer gut gehalten hat. Ihr könnt aber auch ein mehr traditionelleres Muster versuchen. Also wenn ihr so ein ganz einfaches Kreuzmuster, wo quasi jeder Steg übersprungen wird, macht. Da müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr die Abstände zwischen den einzelnen Stegen größer bemesst. Also ich habe jetzt in diesem Fall 4 Schnüre Abstand immer. Und selbst das ist noch ein bisschen wenig. Wenn ihr euch selber und euren Fingern einen Gefallen tun wollt, nehmt einen Abstand von etwa 5 bis 6 Schnüren. Habt ihr dann mal irgendwann verstanden, wie das mit dem Flechten geht, könnt ihr aber auch einfach Freestyle-Muster weben und gucken, was dabei rauskommt. Also man sieht irgendwann die Muster, bevor man sie halt einwebt. Falls ihr damit mal ein bisschen rumexperimentieren wollt, also ich habe das Garn jetzt hier nur in Schwarz gehabt, aber das gibt es auch noch in Weiß, soweit ich weiß, und halt in Naturton. Das wäre dann ungefähr die Farbe von Backpapier. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Macht was Schönes mit eurer Zeit. Genießt den Tag. Bis bald.